Wenn bei uns neue Infektionskrankheiten auftreten, dann meistens aufgrund von Zoonosen. Das ist, wenn Krankheitserreger vom Tier auf den Menschen übergehen. Das findet permanent statt, weil wir Tiere sehr gerne essen, mit großer Leidenschaft ihren Lebensraum vernichten und selbst den abscheulichsten Autokraten das Herz aufgeht, wenn sie einen Schnuffi halten. Oft ist das kein Problem, manchmal aber schon. Hier ist der Grund warum. Wenn Keime vom Tier auf den Menschen übergehen, dann sind sie häufig schlecht an uns angepasst. Sie können zwar hier und da einen Menschen infizieren, aber aus dem wieder herauszukommen und den nächsten zu infizieren, das gelingt ihnen nur sehr schwer. Ein solcher Erreger hat in uns Menschen eine Basisreproduktionszahl, die kleiner ist als 1, auch genannt R0 kleiner 1. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt weniger als eine weitere Person ansteckt. Solange R0 kleiner als 1 ist, sieht die Infektionskette oft so aus. Der Erreger geht auf einen Menschen über, der erkrankt vielleicht daran, vielleicht stirbt er sogar daran, aber es finden keine weiteren Ansteckungen statt. Die Infektionskette ist gebrochen, alles easy peasy. In manchen Fällen kann doch einmal ein zweiter angesteckt werden, vielleicht sogar ein paar weitere, aber solange die Reproduktionszahl im Menschen kleiner ist als 1, kommt die Infektionskette zwangsläufig von alleine zum Erliegen. In so einem Fall bezeichnet man uns als Fehlwirt. Das Virus kann uns zwar infizieren, hat aber nichts davon, weil wir es langfristig nicht weitergeben können. Aber hier ist das Problem. Jedes Mal, wenn eine solche Übertragung vom Tier zum Menschen stattfindet und vielleicht sogar ein paar Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, steigt die Gefahr, dass sich das Virus an uns anpassen könnte und wir vom Fehlwirt zum Wirt werden. Je häufiger der Erreger auf den Menschen überspringt und je länger diese Übertragungsketten werden, desto länger herrscht ein evolutionärer Druck auf den Erreger, sich an den Menschen anzupassen. Und wenn es ihm gelingt, sich so gut anzupassen, dass seine Basisreproduktionszahl größer wird als 1, dann haben wir ein Problem. Weil das bedeutet, dass wenn wir keinerlei Maßnahmen treffen, sich der Erreger in der Bevölkerung immer weiter ausbreitet und dementsprechend dann noch mehr Möglichkeiten hat, sich anzupassen und ansteckungsfähiger zu werden. Ein möglicher Point of no return oder zumindest ein Point of schwieriger return. Hier ist ein radikales Beispiel dafür, wie schnell so Anpassungen an neue Wirte gelingen können, wenn die Infektionsketten entsprechend lang sind. Ein kontroverses Experiment, das 2012 veröffentlicht wurde. Hier ging es um H5N1, ein Vogelgrippevirus, das hier und da auf den Menschen oder andere Säugetiere überspringt. Die schlechte Nachricht ist, dass H5N1 im Menschen eine Fallsterblichkeit von etwa 50% hat. Jeder zweite stirbt. Unfassbar tödlich. Die gute Nachricht ist, dass es zwischen Menschen nur sehr schwer übertragbar ist. R0 deutlich kleiner als 1, das bedeutet, man muss es sich immer frisch vom Vogel holen. Aber in der Arbeit von 2012 hat man das Virus gezwungen, sich zwischen Frettchen auszubreiten. Das sind Säugetiere wie wir und eigentlich für H5N1 ebenfalls Fehlwirte. Aber man hat die Infektionskette künstlich in die Länge gezogen, indem man die Viren anfangs ein bisschen unterstützt hat. Quasi Viren-Nachhilfe. Grob gesagt hat man zu Beginn das erste Frettchen mit dem Virus infiziert. Hochdosiert direkt in die Nase. Dabei kann sich das Virus in dem Frettchen schon ein bisschen vermehren, ist aber noch nicht wahnsinnig gut angepasst und deshalb braucht es noch ein bisschen Unterstützung bei der Infektion. Das heißt, man holt die Viren nach ein paar Tagen wieder raus, reinigt sie auf und infiziert damit das nächste Frettchen. Und da jetzt dasselbe Spiel. Ich warte ein paar Tage, das Virus vermehrt sich, kann sich ein bisschen anpassen und dann hole ich die Viren wieder heraus und nehme das dritte Frettchen, infiziere dieses Tier und so weiter und so fort. Und hier ist das Orge. Bereits nach 10 solchen Frettchenübertragungen waren die Viren so gut an die neuen Wirte angepasst, dass plötzlich eine Übertragung über die Luft möglich war. Das ging vorher nicht. Da hat es dann schon gereicht, wenn ein so ein Frettchen ins Gehege des anderen Frettchens hineingenießt hat. Eine so leichte Übertragbarkeit hat man bei Säugetieren bei H5N1 noch nie beobachtet. Und alles, was dafür notwendig war, war eine entsprechend lange Infektionskette.
10 aufeinanderfolgende Individuen, die dem Virus die Möglichkeit gegeben haben, sich an den neuen Wirt anzupassen. Das ist einer der Gründe, weshalb Gesundheitsbehörden oft sehr achtsam werden, wenn die Infektionsketten länger werden. Gar nicht notwendigerweise, weil der Keim, so wie er jetzt ist, besonders problematisch wäre, sondern weil er jetzt viele Möglichkeiten bekommt, sich besser an uns anzupassen. Und jetzt zur Frage, auf die wir alle gewartet haben. Was bedeutet das für die Affenpocken? Affenpocken verändern sich nicht so leicht wie H5N1. Auch nicht so leicht wie Coronaviren, mitunter deshalb, weil ihre Erbinformation aus einem DNA-Doppelstrang besteht und die sind einfach deutlich stabiler. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass sich auch solche Erreger besser an uns anpassen können, wenn man zu lange Infektionsketten in Kauf nimmt. Es gab ja immer wieder kleinere Affenpockenausbrüche und bereits 2014 hat eine Arbeit Hinweise darauf gefunden, dass es vielleicht schon zu genetischen Anpassungen gekommen ist, die eine Übertragung von Mensch zu Mensch erleichtern könnten. Hinweise vielleicht, könnten, wirklich wissen tun wir es nicht, weil diese Mensch-zu-Mensch-Übertragungen bisher immer sehr selten waren. Und genau deshalb schaut man ja jetzt so genau hin, weil es den Affenpocken noch nie zuvor gelungen ist, außerhalb des endemischen Gebiets so viele Menschen zu infizieren. Und gleichzeitig hat man bei diesen Viren jetzt mehr genetische Veränderungen beobachtet, als man eigentlich erwarten würde. Normalerweise kommen bei so Pockenviren 1 bis 2 genetische Veränderungen pro Jahr hinzu, aber beim jetzigen Ausbruch sieht man um die 50 genetische Veränderungen im Vergleich zu Proben aus dem Jahr 2018. Jetzt treten so größere genetische Sprünge manchmal auf, wenn Viren versuchen, den Wirt zu wechseln. Aber da muss man sagen, das ist momentan reine Spekulation. Selbst wenn das der Fall sein sollte, ist überhaupt nicht gesagt, dass wir dieser Wirt sind. Und im Moment kann kein Mensch sagen, ob diese Mutationen irgendeine Relevanz für uns haben könnten oder nicht. Da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht auszuschließen, dass diese Veränderungen vielleicht keinerlei Relevanz für die Ansteckungsfähigkeit haben und diese Ausbreitung einfach eine unglückliche Verkettung einzelner Superspreader-Events war. Eine Reihe ausufernder Partys, die die Reproduktionszahl lokal begrenzt für kurze Zeit deutlich über 1 gedrückt haben. Vielleicht kommt die Verbreitung aber auch daher, dass junge Menschen nicht mehr gegen die echten Pocken geimpft sind. Eine Impfung, die auch vor den Affenpocken schützt. Auch das würde die Reproduktionszahl steigen lassen, aber nicht, weil sich das Virus verändert hat, sondern weil wir unseren Impfstatus verändert haben. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen, je früher man eine solche Infektionskette durchbricht, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Erreger an uns anpassen kann. Deswegen ist frühzeitige Kontaktverfolgung ja so wahnsinnig sinnvoll. Ah, Moment, mein Telegram läutet. Panikmache, Lügenpresse, Affenpocken, Diktatur. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die wir noch öfter treffen werden, weil die Wahrscheinlichkeit für Pandemien zunimmt. Schwierig, da konkrete Zahlen zu nennen, diese Modellrechnung schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Lebens eine Pandemie mit den Ausmaßen von Covid-19 zu erleben, in etwa 38% beträgt. Geht aber auch davon aus, dass sich diese Wahrscheinlichkeit im Laufe der nächsten Jahrzehnte verdoppeln könnte, weil wir ökologisch so viel Schabernack treiben und so gerne in den Lebensraum wilder Tiere eindringen. Im Moment nimmt kaum jemand an, dass die Affenpocken ein vergleichbares Problem werden könnten wie Covid-19, weil man sich da größere Mühe geben muss, um sich anzustecken, weil man bis jetzt nur symptomatische Übertragungen kennt, weil die Viruserbinformation stabiler ist und weil wir hier ja schon sehr wirksame Impfstoffe und Medikamente haben. Trotzdem wird es immer wieder Keime geben, bei denen es wichtig sein wird, früh zu reagieren und Infektionsketten zu durchbrechen. Und jedes Mal wird es dabei Leute geben, die behaupten, das wäre alles Panikmache. Hört's nicht auf diese Leute. Ich finde ja, wir sollten noch viel früher ansetzen und keine halben Sachen machen, weil wenn wir alle Tiere ausrotten, dann gibt's auch keine Zoonosen mehr. Also, du willst den Keim im Keim ersticken, die Pocken zurück zum Affen schicken, dann lass den Keim nicht zirkulieren, sonst kann er ungehemmt mutieren.